Ich nehme euch heute mit auf meinen Camino Primitivo. Der Camino Primitivo ist der ursprüngliche Jakobsweg und führt 330 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter durch die Berge Asturiens und Galiciens nach Santiago de Compostela. Mein Flug bringt mich nach Bilbao. Am nächsten Morgen reise ich mit dem ersten Fernbus nach Oviedo, wo ich gegen Mittag ankomme. Ein buntes Treiben empfängt mich hier in der Stadt. Und obwohl es regnet, freue ich mich einfach nur, dass ich heute meinen Camino starten kann. Ich suche mir den Weg aus der Stadt hinaus, der mich zur ersten Etappe des Camino Primitivo bringen soll. Und dieser beginnt genau hier. Well, I'm letting it all go. Pünktlich zum Etappenstart und wie für mich bestellt, reißt endlich die Wolkendecke auf. Hinter der Stadt verläuft der Jakobsweg auf schmalen Feldwegen und Pfaden, tendenziell bergauf. Und es bieten sich erste Blicke auf eine schöne Mittelgebirgslandschaft. Mein erstes Tagesziel für heute habe ich schnell erreicht. Everything is clear. Gotta get back on my own. Wunderschön beginnt der nächste Morgen und ich ziehe gemütlich los, voller Vorfreude darauf, was mich auf diesem Camino erwarten wird. Meine Tagesetappe heute bringt mich nach Grado, das sind 12,8 Kilometer. Ich beginne den Camino zunächst mit kleineren Etappen, um mich einzulaufen und um mich an das Gewicht des Rucksacks zu gewöhnen. Außerdem habe ich Zeit und möchte die Landschaften genießen. Auch heute meint es das Wetter recht gut mit mir. Nachdem sich der Morgennebel verzogen hat, strahlt der blaue Himmel beinahe wolkenlos. Schon jetzt lerne ich die Stille des Camino Primitivo kennen und lieben und genieße die schöne Natur. Zum Camino an sich werde ich im späteren Verlauf noch etwas sagen.
Es ist beinahe gegen Mittag und das ist ein wundervolles Plätzchen für eine ausgedehnte Pause. Währenddessen ich hier sitze, sehe ich die ersten zwei Pilgerhäuter, die an mir vorüberziehen. Die Natur und Landschaften werden jetzt immer schöner. Ich durchquere einige kleine Orte und bin schon früh am Nachmittag in Grado. Eigentlich bin ich noch fit und könnte weitergehen. Doch ich möchte am nächsten Tag die erste längere Etappe laufen, die dann auch schon mit einigen Höhenmetern aufwartet. Außerdem bemerke ich schon jetzt, dass ich meinen Rucksack nicht gut gepackt habe. Es ist viel zu viel Gewicht drin, er ist viel zu schwer. Also bleibe ich in Grado und gucke mir die Stadt an. Und jetzt schon überlege ich, in mich hineingrinsend, welche Sachen ich aus meinem Gepäck entbehren und in Grado lassen kann. Meine heutige Tagesetappe soll mich bis nach Salas führen. Das sind 22,6 Kilometer. Schnell lasse ich die Stadt hinter mir. Und schon auf den ersten Kilometern sind etliche 100 Höhenmeter zu überwinden. Doch mein Blick schweift immer wieder über die Landschaften. How many roads you've traveled? How many dreams you've chased? Auch wenn es hier nicht so aussehen mag, es geht ständig bergauf und ab. Circa 1250 Höhenmeter sind heute zu überwinden, die meiste Zeit davon bergauf. Und jetzt macht sich auch jedes zu viel eingepackte Gramm im Rucksack bemerkbar. Am Vormittag finde ich endlich eine Bar und kann den ersten Kaffee des Tages genießen, ehe ich weiterziehe. Und gelegentlich muss man schon gut aufpassen, dass man die Wegweiser des Jakobsweges nicht übersieht. Into the arms of understanding, looking for one safe place, yeah. Salas ist ein kleines Städtchen mit einem besonders hübschen Ortskern. Neben einigen Herbergen gibt es auch einige Hotels und Pensionen. Besonders hübsch und begehrt ist das Hotel Castillo Valdes. Es liegt mitten am Jakobsweg und im Zentrum des Städtchens, unweit des Festungsturms aus dem 14. Jahrhundert und der Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert. And love's the sweetest taste. And I pray it lifts us higher to one safe place. Yeah, yeah.
one safe place, yeah. One safe place, yeah, yeah, yeah. How many roads we've traveled, how many dreams we've across sand and sky and gravel, looking for one safe place, yeah, yeah, yeah. One safe place, yeah, yeah, yeah. One safe place. Meine nächste Etappe führt mich nach Tineo. Das sind 20 Kilometer. Ca. 1000 Meter Höhenunterschied sind heute zu überwinden. Das ist einiges weniger als gestern. Ich bin schon ganz gut eingelaufen und mein Rucksack ist wiederum um ein paar Stücke leichter geworden. Diese Etappe beginnt schon morgens sehr heiß und sehr anstrengend, denn auf den ersten 5 Kilometern sind ca. 400 Höhenmeter zu überwinden. Ich gehe weiter, vorbei an Davids Kultherberge in Bodenaya nach La Espina. Dort gönne ich mir meine erste Pause, jedoch leider ohne Kaffee. Immer mehr beginnt der Jakobsweg sich in seiner vollen Schönheit zu entfalten. Unter diesem Horeo in Bedures befindet sich ein liebevoll eingerichteter Gastraum mit verschiedenen Selbstversorgungsautomaten. Hier noch etwas zum Camino. Der Primitivo ist eher ein Exot unter den Jakobswegen. Wenn es einen Weg gibt, der für Ursprünglichkeit steht und nicht Gefahr läuft, kommerziell und überlaufen zu werden, dann ist es sicher dieser. Denn dafür ist er viel zu anspruchsvoll und fordernd. Sein Wegprofil führt den Pilger hinauf auf einige hohe Berge und wieder hinunter. Und das in einer hohen Regelmäßigkeit, oft über mehrere hundert Höhenmeter pro Tag. Er bietet einzigartige Ausblicke, doch man muss einiges an Energie und Schweiß aufwenden, um in diesen Genuss zu gelangen. Das sollte man wissen, wenn man sich für diesen Jakobsweg entscheidet. Aus diesem Grund ist der Camino Primitivo definitiv nicht für jeden zu empfehlen. Für Bergwanderfreunde und Pilger mit einer guten Kondition ist er aber umso reizvoller. Denn hier kann man noch fernab der Menschenmassen pilgern. Man kann Ruhe, Stille und Zeit für sich genießen. Und das mitten in überwältigenden Bergpanoramen. Does your heart say to follow the sun, and which way the wind blows? Ich komme nach Tineo. Schon von hier oben schaut man auf die Stadt und man hat einen tollen Ausblick über die weiten Landschaften. Im historischen und sehr hübschen Ortskern von Tineo gibt es das Nobelhotel Palacio de Meras. Im Keller des Nobelhotels wurde im letzten Jahr eine sehr moderne Herberge errichtet. Die Herberge ist ausgestattet mit 54 Betten auf 3 Schlafsälen in kleineren Schlafkabinen. Es gibt mehrere Bäder und sogar eine Sauna. Hier kann man sich wohlfühlen. Aber das ist die absolute Ausnahme unter den Herbergen. Musik.
Heute gehe ich aus taktischen Gründen für den weiteren Verlauf eine mit 13 Kilometern eher kleinere Etappe. Die ersten 5 Kilometer geht es, wie schon die Tage zuvor, stetig bergauf. Oben auf 900 Höhenmetern angekommen, öffnen sich immer mehr herrliche Panoramen. Der Jakobsweg führt weiter über hügelige Weidelandschaften, meistens bergab bis nach Campiello. I wanna run on greener pastures. I wanna dance on higher hills. I wanna drink from sweeter water. Campiello ist ein kleines Bergdorf mit zwei Herbergen. Ich bleibe hier in der Casa Herminia. Die Casa Herminia betreibt gleichzeitig eine Bar und einen Supermarkt im hinteren Teil. Hier verbringe ich einen schönen Nachmittag und Abend mit Mel und Jill aus Kanada, die hier leider nicht gezeigt werden möchten, aber denen ich von hier aus herzliche Grüße sende. Heute beginnt der Tag sehr neblig. Dennoch mache ich mich zeitig auf den Weg nach Peña Seta über Pola de Alanda. Heute teilt sich der Camino in zwei Wegvarianten, die im späteren Verlauf über den Pass führen. Einmal in die Hospitalroute und einmal in die alternative Route, wie gesagt, über Pola de Alanda. In Boris bekomme ich heute meinen ersten Kaffee. Hier treffe ich auch Gina. Sie erzählt mir traurig, dass sie aufgrund einer Fußverletzung den Camino leider abbrechen muss. Hier nun teilt sich der Camino. Die traditionelle Hospitalroute führt 25,2 Kilometer von Boris nach Berdusedo, wo sich die nächste Herberge befindet. Ich entscheide mich für die alternative Variante. Diese scheint im ersten Moment kürzer und vom Aufstieg her vergleichbar anspruchsvoll zu sein. Doch im Ganzen betrachtet ist diese Variante von Campiello kommen bis nach Berdusedo 4 Kilometer länger. Dadurch müssen bedeutend mehr Höhenmeter und teilweise sehr steile Steigungen bewältigt werden. Hier sind nun kaum noch Pilger unterwegs und landschaftlich steht sie der Hospitalroute in nichts nach. I can't wait to join the angels.
Es ist nicht umsonst der Camino Primitivo. Und so läuft man recht oft, mal mehr und mal weniger elegant, über solche matschigen Wald- und Viehwege. Kurz vor Pola de Allende sehe ich die ersten Pilger seit der Wegteilung hinter Boris, eine kleine Pilgergruppe aus Holland. Nach einer langen Pause in Pola de Allende entschließe ich mich aus taktischen Gründen, doch noch in das kleine Bergdorf Peñaseta aufzusteigen. Das sind 200 Höhenmeter auf 3 Kilometer, die ich am nächsten Tag auf der schwersten Etappe zum Pass Puerto del Palo einspare. Das kleine Bergdorf Peñaseta besteht aus nur 4 Häusern. Ich bin die einzige Pilgerin. Die hiesige Herberge ist geschlossen und ich komme in einem kleinen Zimmer gegenüber der Bar unter. Recht wohlgefühlt habe ich mich in der Nacht nicht so allein im Peñaseta. Ich habe kaum geschlafen. So starte ich vollkommen übermüdet in die schwerste Etappe des Caminos. Die Tagesetappe heute wird echt hart und soll mich zum Stausee Las Grandes bringen. Über 2200 Höhenmeter auf 30 Kilometer sind zu überwinden. Zunächst führt der Weg durch ein kleines stilles Tal. Doch dann geht es die nächsten 5 Kilometer, ca. 500 Höhenmeter, steil bergauf zum Pass Puerto del Palo. Das ist der höchste Punkt des Camino Primitivo. Er liegt auf 1146 Höhenmeter. Spätestens hier, bei dem steilen Aufstieg auf dem Pass, bin ich froh, dass ich gestern schon die 3 Kilometer bis nach Peñaseta raufgekraxelt bin. Ich erreiche den Pass auf 1146 Metern und kann fantastische Ausblicke über ein grandioses asturisches Bergpanorama genießen. Diese Etappe ist mit Sicherheit die schönste des Primitivo, aber auch aufgrund seiner extremen Höhenunterschiede die schwierigste. Denn vom höchsten Punkt geht es nun steil abwärts zum Stausee Las Grandes. Die Pilger, welche die traditionelle Hospitalroute gewählt haben, übernachten in Berdusedo und laufen am nächsten Tag 25 Kilometer nach Grandes de Salime oder 30 Kilometer nach Castro. Die Alternativroutenpilger übernachten in Pola de Allende oder, wie ich, in Peñaseta und gehen am nächsten Tag 30 Kilometer zum Stausee oder 35 Kilometer nach Grandes de Salime. Start to,
Bördusedo angekommen, habe ich die Hälfte der Tagesetappe geschafft. 15 Kilometer und 1200 Höhenmeter sind bis zum Stausee noch zu bewältigen. Ich gönne mir eine ausgedehnte Pause, bevor ich die zweite Hälfte der Tagesetappe in Angriff nehme. Beim Abstieg vom höchsten Punkt auf den 900 Meter tiefer liegenden Stausee sind immer nochmals kräftige Steigungen zu meistern. Bergab schiebt das Gewicht des Rucksacks mächtig auf die Kniegelenke. Hier oben von der kleinen Kapelle im Buspol sehe ich endlich den Stausee, aber es sollen noch einige schwere Kilometer vor mir liegen. Leider haben hier Waldbrände große Flächen wundervoller Natur vernichtet. Das macht den Abstieg nicht einfacher. Denn nicht nur, dass man kilometerweit durch verbrannte und kahle Wälder läuft, es fehlt auch jeglicher Schatten. Die Sonne brennt erbarmungslos und meine Füße kochen in meinen Wanderschuhen. Ich bin froh, dass ich den Stausee endlich erreicht habe. Nur noch einen Kilometer bis zu einer eisgekühlten Cola, an die ich schon seit Stunden denke. Ich kann meine Füße kaum noch spüren. Über 10 Stunden war ich heute unterwegs. Vollkommen erschöpft komme ich am Hotel an. Die Etappe von gestern steckt mir gewaltig in den Knochen. Ich bin noch immer ziemlich erschöpft und habe einen mentalen Tiefpunkt erreicht. Und so entschließe ich mich, heute nur 5,6 Kilometer in den nächsten Ort Grandes de Salime zu gehen und mir einen Tag Pause zu gönnen. Ich schleppe mich hinter dem Hotel am Stausee wieder 360 Höhenmeter aufwärts, dann geht es relativ eben weiter. Jeder Meter ist heute eine Qual. Dennoch genieße ich die wundervollen Blicke über die Landschaften. I draw all night to that clear blue sky. And she wild as eagles, and she sweet as honey circle. Her lost flopping like a mountain stream. And she takes me somewhere, and it's good to be. She pulls me into a bright golden wheel. Jeder Meter ist beschwerlich heute. Ich habe über 2 Stunden gebraucht für die wenigen Kilometer.
In Grandas angekommen, freue ich mich nur noch auf ein Bett. Auch heute Abend gehe ich früh schlafen, damit ich am nächsten Tag wieder voll durchstarten kann. The roadsters climbing up to mountain time. The girl I know there, she lives free and easy. She shows me wonders and she takes my mind. And she free as eagles and she sweet as honeysuckle. Heute Morgen bin ich wieder fit und ich ziehe sehr zeitig los. Es geht über Castro nach A von Sagrada. Das sind wieder 1200 Höhenmeter auf gute 25 Kilometer. Davon die meiste Zeit bergauf. Schnell erreiche ich Castro. An der Herberge vorbei, hinter dem Ort, zieht sich der Weg stetig weiter nach oben. Übrigens gibt in Asturien auf den Wegweisern der Scheitelpunkt der Muschel die Richtung an, nicht die Strahlen. Das jedoch ändert sich in Galizien. Ein Stück hinter Castro geht es nochmals kräftig aufwärts zum Pass Alto del Acebo. Auf ca. 5 Kilometer sind 500 Höhenmeter zu bewältigen, um den höchsten Punkt dieser Etappe auf 1112 Metern zu erreichen. Kurz darauf passiert man die Grenze zwischen Asturien und Galizien. Der erste Ort in Galizien heißt Acebo und besteht aus nur einem Haus, in welchem auch gleich eine Bar untergebracht ist. Es ist die erste Verpflegungsstelle auf dieser Etappe und dementsprechend gut genutzt. Ab hier liest man die Muschelsymbole auch anders. Die Muschel ist als Hand zu interpretieren, deren Strahlen die Richtung weisen. Allerdings hat man seit dem letzten Jahr begonnen, auch hier die Muschelsymbole umzudrehen, aber noch immer nicht einheitlich fortgesetzt. Die Muscheln zeigen demzufolge mal in die eine, mal in die andere Richtung. Man muss sich auf die gelben Pfeile und seinen gesunden Menschenverstand verlassen.
ich mache nochmals eine längere Pause, um das letzte Stück an diesem wieder sehr heißen Tag nach Art von Sagrada anzugehen. Die letzten 10 Kilometer für heute haben sich echt gezogen. Doch endlich sehe ich von weitem A von Sagrada. Zum Schluss ging es nochmals knackig aufwärts in den Ort hinein, wo ich meine Tagesetappe beende. Die heutige Etappe führt mich nach Cardavo Valera. Knapp 1340 Höhenmeter müssen heute überwunden werden. Ständig geht es wie gewohnt bergauf und ab. Der Tag beginnt sehr neblig. Ich hoffe, dass sich der Nebel schnell verzieht, damit ich die grünen Berge und Landschaften Galiciens genießen kann. And all I can do, and all I can do, and all I can do is try. Auf einer Höhe von ca. 1000 Höhenmetern reißt kurz die Wolkendecke auf. Doch die Freude währt nur kurz, denn weiter abwärts ziehen wieder Nebelfelder durch die Landschaften und verwehren mir die wundervollen Blicke über das grüne Galizien. Nach ca. 10 Kilometern gönne ich mir endlich in der gemütlichen, von Pilgern oft gepriesenen Casa Mason ein verdientes Frühstück. Doch währenddessen ich hier sitze, zieht ein Gewitter durch Galizien. Das zwingt mich zu einer sehr langen Pause in dieser Bar. Aber ich befinde mich in bester Gesellschaft zwischen den Pilgern, die es hastig mit den ersten Hagelkörnern auch hierher geschafft haben. Gerne hätte ich hier mehr Eindrücke Galiciens gezeigt. Jedoch für den Rest des Weges heute zogen immer wieder Gewitter durch. Ich will nur schnell durch die Wälder, in denen vor mir immer wieder Blitze einschlagen. Nur den einen oder anderen schönen Blick konnte ich im Regen erhaschen.
Zum Ende dieser Etappe entscheidet sich das Wetter doch noch schön zu werden. Die letzten wenigen Kilometer verzieht sich der Regen und gelegentlich kommt die Sonne durch. Ich erreiche Cadavo Balera und bleibe in der Herberge Elicchio. Der Abend endet in einer sehr netten und lustigen Runde mit Pilgern, denen ich auf dem Weg schon begegnet bin. Die nächste Etappe bringt mich mit einem Höhenunterschied von 1050 Metern auf 30,5 Kilometern nach Lugo. Der Morgen beginnt mit grandiosen Blicken über Nebelfelder, welche in den ersten Sonnenstrahlen liegen. Nach 8,5 Kilometern erreiche ich das hübsche kleine Städtchen Castroverde, wo ich für eine längere Pause verweile. Der weitere Weg verläuft nun weniger bergig. Die steilen Pässe und Etappen mit den großen Höhenunterschieden liegen nun hinter mir. Es ist wieder ein sehr heißer Tag. Am späten Nachmittag erreiche ich endlich Lugo. Das ist mit 88.000 Einwohnern die größte Stadt auf dem Primitivo. Die vollständig erhaltene Stadtmauer wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturgut erklärt. Man kann auf der Stadtmauer die komplette Altstadt umrunden. Auch hier endet der Abend in einer sehr schönen Runde mit Ernst, Caro, Hanna, Sebastian, Franziska und Markus, denen ich von hier aus viele Grüße sende.
Eigentlich sind es bis San Roman nur knapp 20 Kilometer. Doch hinter Lugo teilt sich der Camino in zwei Wegvarianten. Die traditionelle Route führt über gut 40,5 Kilometer nach San Roman und weiter nach Melide. Die alternative Nordroute führt 66 Kilometer über Friol nach Azua. Man benötigt hier einen Tag länger. Jedoch hätte man die einmalige Gelegenheit, auf diesem Weg im Kloster Sobrados das Monses zu übernachten. Die alte Nordroute soll wesentlich ruhiger und schöner sein und einige Kilometer am Fluss Mera entlang führen. Jedoch wird diese Route nicht mehr gepflegt und die Wegmarkierungen wurden entfernt. Die Pilger sollen durch irreführende Pfeile immer wieder auf den traditionellen Weg geführt werden, um die hohen Ausbaukosten dieser Route zu rechtfertigen. Ich versuche, die schönere und längere Nordroute anzugehen. Jedoch merke ich sehr schnell, dass mir der gelbe Pilgerführer nicht mehr weiterhilft und die Insidermarkierungen und alten Holzpfeiler bald in unwegsamem Gelände enden. Es ist mir zu unsicher, alleine auf diesen einsamen und verwilderten Wegen weiterzugehen. Schweren Herzens und aus Angst, mich zu verirren, entscheide ich mich, zurückzugehen auf die traditionelle Route. 5 zusätzliche Kilometer hat mich dieser Versuch gekostet. Nun starte ich gut 20 Kilometer von der Weggabelung zur traditionellen Variante nach San Roman. Noch immer ärgere ich mich, dass ich nicht die Nordroute gehen und auch somit nicht im Kloster übernachten konnte. Der Weg entwickelt sich mental immer schwerer für mich und körperlich habe ich heute ebenfalls keinen guten Tag. Zudem führt der Camino auf dieser Etappe über sehr viele Landstraßen, was für keinen Pilger eine Erfüllung darstellt, der bisher über so wunderschöne Landschaften getragen wurde. Some of us feel way better once the sun is out. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story, let it all out. Ich schleppe mich wirklich jeden Kilometer bis San Roman. Dort bleibe ich in der, zumindest von außen betrachtet, kultigen kleinen Herberge O Candido, welche innen dann doch ziemlich einfach gehalten ist. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder alleine hier übernachten muss, wie in Peñasquito. Ich bin froh, denn später gesellen sich noch 2 Südafrikanerinnen und eine Französin hinzu, sodass ich eine nette Frauenrunde zum abendlichen Menü ergab. Feel your legs give out, take you high. Heute geht es mir wieder besser. Es geht an einem eher trüben Tag 28 Kilometer nach Melide. Im Vergleich zu den letzten Tagen sind heute wieder 1125 Höhenmeter zu überwinden. Walk with me, tell me a story. Let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about it. Walking all over this place in my mind, digging deep, trying hard, here's what I found. Light shines through the hearts of the ones you love.
talk with me, tell me a story, let it all out. Das ist nochmals eine sehr schöne Etappe mit wundervollen Ausblicken. Auch wenn heute, wie schon so oft, viele Nebelfelder die Weitblicke über die schönen Landschaften einschränken. Hier treffe ich Sylvie, Silly und Connor. Auch diese drei Pilger habe ich immer wieder getroffen auf dem Camino. Auch hier sende ich herzliche Grüße. Hier an diesem privaten Versorgungsstand gibt es den schönsten Stempel vom Camino. Der wird von ihr mit ganz viel Liebe gezeichnet. I'm gonna make this place your home. Ooh, ooh, ooh. Hier mache ich eine lange Pause, bevor ich in die letzten Kilometer bis nach Melide starte. Melide ist eine nette Kleinstadt mit 8200 Einwohnern. Man kommt in verschiedenen Herbergen, Hotels oder Pensionen unter. Hier sollte man sich unbedingt einen Besuch in der traditionellen Pulperia Ezequiel nicht entgehen lassen. Bei vielen Jakobspilgern ist der Ort wegen dieser volkstümlichen Gaststätte berühmt. Und so treffen wir uns hier in einer großen Runde zu einem tollen Abend mit den landesüblichen Speisen und in ausgelassener Stimmung. Da es heute sehr heiß werden soll, gehe ich sehr früh am Morgen los und will so weit gehen, wie mich meine Füße tragen können. Ich hoffte, bis nach Pedroso zu kommen, um am letzten Tag nach Santiago so wenig Kilometer wie möglich zu haben. Letztendlich habe ich 33 Kilometer mit gut 1200 Höhenmetern geschafft, also nicht ganz nach Pedroso. Es fehlten noch 2 Kilometer und mir die Kraft, diese noch gehen zu können. In Melide treffen der Camino Primitivo, der Küstenweg und der Camino Francés zusammen. Dementsprechend ist es ab heute recht voll auf den Wegen. Sehr ungewöhnlich für die Pilger vom Primitivo und vom Küstenweg, die bis hierhin doch sehr die Stille und Ruhe genießen konnten. Zudem ist es Samstag und bei bestem Wetter kommen nicht nur die Pilger von den anderen Jakobswegen hinzu, sondern auch viele Wochenendpilger und jene, die die letzten 100 Kilometer pilgern, um in den Genuss eines Zertifikats zu kommen. Peaceful dreams.
Nach knapp 15 Kilometern verlasse ich nach einer kurzen Pause den Ort Azua. Für laufstarke Jakobspilger auf dem Camino Francés hat dieser Ort als letzter größerer Etappenort vor Santiago de Compostela große Bedeutung, weil sich die verbleibenden 39 Kilometer eventuell an einem Tag bewältigen lassen, wenn man gut eingelaufen ist und es sehr eilig hat, ans Ziel zu kommen. Die Sonne brennt wieder weit über 30 Grad und ich bin ziemlich am Ende meiner Kräfte. Es steht fest, ich schaffe es heute nicht mehr nach Pedroso. Die Herberge in Santa Irene kann keine Pilger mehr aufnehmen. So beiße ich die Zähne zusammen und gehe weiter. Auf dem Weg nach Pedroso sehe ich direkt am Jakobsweg die Pension O Aquipo. Ich frage nach und bekomme tatsächlich noch ein Zimmer. Es ist teuer, aber egal. Ich bin so kaputt, dass ich vermutlich jeden Preis für nur ein Bett bezahlt hätte. Aber was für ein Glück, es ist ein ganz tolles Zimmer. Was für ein Luxus. Man hat den Komfort wieder schätzen gelernt auf dem Camino. Heute ist der letzte Tag. Verglichen mit den Strapazen der letzten Etappen ist es mit 22 Kilometern nur noch ein Katzensprung bis nach Santiago. Die Vorfreude, diesen schweren Camino beinahe geschafft zu haben, ist groß. Aber auch Wehmut begleitet mich auf den letzten Kilometern. Noch in der Dämmerung gehe ich los, denn es soll wieder sehr heiß werden. Einen schönen Sonnenaufgang bekomme ich an dem letzten Tag meines Caminos zu sehen. Ich freue mich. Im Café Casa Porta de Santiago in San Payo bekomme ich ein Frühstück. Ein letztes Mal decke ich mich mit Wasser ein, was bis nach Santiago reichen sollte. Ich erreiche Santiago de Compostela. Der Weg vom Eingang der Stadt bis zur Kathedrale zieht sich scheinbar endlos. Doch gleich habe ich es geschafft und an der Kathedrale endet mein Jakobsweg 2017. Thank you.
Immer wieder schaut man zum Kathedralenplatz, ob bekannte, liebe Menschen, welche man auf dem Weg kennengelernt hat, eingetroffen sind. Umso größer ist die Freude, dass man einen Pilger nach dem anderen hier auf dem Platz begrüßen kann. Und so lasse ich mit den letzten Bildern den Abend und die Nacht in Santiago de Compostela wortlos, still und für mich rückwirkend sehr eindrucksvoll ausklingen.